Identität, Begrifflichkeit. Identität verstehen ist in seinem Wesen nach immer Werten. Erst im Verstehen, sprich Voraussetzung, beinhaltet die Wahrnehmung, die perspektivische Anschauung, Verstehen und Werten in ein Ganzes. Der Ursprung des Verstehens ist unsere Gegenwärtigkeit im Dasein. Die Identität des reinen Bewusstseins ist sozusagen eine Urbedingung der Möglichkeit von Erkenntnis und Erfahrung. Nur wenn ich mir die Identität des Bewusstseins einer innerhalb einer mannigfalten gegebenen Vorstellung in einem Bewusstsein verbinden kann, ist es möglich, dass ich mir die Identität des Bewusstseins in diesen wahrnehmenden Vorstellungen selbst vorstelle. Nur durch die eigene Perspektive meiner Vorstellung kann ich die Vorstellung, meine Vorstellung, benennen. Somit habe ich eine weitere Möglichkeit zu meiner Ich-Philosophie. Natürliches Ich. Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit des Selbstbewusstseins, also eine Synthese aller wahrgenommenen Dinge sowie deren Phänomene der Begrifflichkeiten. Identität als Wesen der Satzwahrheit besagt nicht offenbar leere Selbigkeit von etwas mit sich selbst, sondern Einheit im Sinne der ursprünglichen Einigkeit des Zusammengehörigen. Wahrheit, Aletheia, ist Wahrheit und Verborgenheit, bedeutet demnach Einstimmung, die ihrerseits sollte nur als Übereinstimmung mit dem, was sich in der Identität als eigenes bekundet, erkannt werden. Das war Heidegger aus Wegmarken. Identität, Zusammengehörigkeit, Selbigkeit, Gleichheit, Veröstheit im interpretativen Sinne Heideggers. Also Wertvorstellung innerhalb eines Kulturkreises mit seiner gesamten Vernetztheit durch Traditionsbedingtheit. Vergleiche Achsenzeit. 800 bis 200 vor Christi, Vorsokratiker, Parmenides unter anderem, 500 vor Christi, Höhepunkt der historischen Achsenzeit. Vergleiche weitere Achsenzeit, 1500 bis 1507 nach Christi, spätes Mittelalter, unter anderem René Descartes, Michel de Montaigne, 1533, 1592, die Essays, Skeptiker und Moralist. Nietzsche nannte ihn den ersten moralischen Skeptiker. Erasmus von Rotterdam, Lichtgestalt des Humanismus, Lob der Torheit. Sein bekanntestes Werk. Die Beziehung zwischen Denken und Sein ist die Selbigkeit. Die Identität, Sein und Denken ist identisch. Auf keinen Fall heißt identisch so viel wie absolute Gleichheit. Sein und Denken, denn in diesem noch verbirgt sich das Denkwürdige, sowohl von der antiken Philosophie bis hin in das heute ergänzende philosophische Denken. Ich möchte nebenbei anführen, ich benutze oft diese Metapher philosophisches Denken, weil ich mich scheue, in der heutigen Zeit überhaupt noch von einem Philosophen zu sprechen. Der letzte Philosoph war meines Erachtens Sokrates. Einige Begriffsinterpretationen Heideggers über Identität. Und ihm geht es ja in erster Linie im späteren Bezug auf die identitäre Bewegung, auf die wir nachher kommen.
Identität als Wesen der Satzwahrheit besagt nicht leere Selbigkeit von etwas mit sich selbst, sondern Einheit im Sinne der ursprünglichen Einigkeit des Zusammengehörigen. Wahrheit bedeutet demnach Einstimmigkeit, die ihrerseits solche nur ist als Übereinstimmung mit dem, was sich in der Identität als eigenes bekundet. Heidegger, Wegmarken. Der Satz der Identität lautet: A ist A. Der Satz gilt als oberstes Denkgesetz. Durch den Satz können wir erfahren, was Identität ist. Das Identische heißt lateinisch idem. In die deutsche Sprache übersetzt heißt dies dasselbe. Damit etwas dasselbe sein kann, genügt jeweils eines A. Es bedarf nicht ihrer zwei wie bei der Gleichheit. Die Formel für den Satz der Identität versteckt somit gerade das, was der Satz sagen möchte. A ist A. Das heißt, jedes A ist selber dasselbe. Platon spricht von Stillstand im Dialog Sophistes. Er lässt an dieser Stelle den Fremdlingen sagen, in seinen Dialogen überhaupt nur die drei, nun ist es doch von ihnen jedes der beiden ein anderes, selber jedoch im Selbst dasselbe. Seit der Epoche des spekulativen Idealismus, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling und Hegel, bleibt es dem Denken untersagt, die Einheit der Identität als das bloße Einerlei sich vorzustellen und von der in der Einheit waltenden Vermittlung abzusehen. Wo solches geschieht, wird die Identität nur abstrakt vorgestellt. Der Satz der Identität spricht vom Sein des Seienden. Als ein Gesetz des Denkens gilt der Satz nur, insofern er ein Gesetz des Seins ist. Das lautet, zu jedem Seienden als solchem gehört die Identität, die Einheit mit ihm selbst. A. Die Identität weist sich als metaphysische Logik im Denken, Urteilen oder Sätzen von etwas Gedachtem. B. Die Identität weist sich aus dem Identischen, das sich selbst erfasst hat und uns reflektierend handeln lässt. Im Ich, im Ego, im Eoi, im Moi. C. Die Identität als Wesen der Ichheit selbst. Diese Identität aber ist begrifflich transzendental. Also, alles Seiende im Ganzen ist folglich die absolute Identität. Die absolute Identität ist demzufolge selbst der Wesensgrund des Wissens und des Seienden, somit ihrer Zusammengehörigkeit, Selbigkeit. Wie wir gezeigt haben, ist Individualität, Selbigkeit nach unter anderem Heidegger also keinesfalls eine Grundeigenschaft von Völkern. Identität ist eine Kraft, die aus dem Inneren des Individuums stammt, die nicht von außen geraubt, angegriffen, beschädigt oder unterlaufen werden kann. Wahre Identität basiert nicht auf Angst vor Fremden, vor anderen, sondern setzt Hoffnung frei. Wie wir im Folgenden sehen, manipuliert die identitäre Bewegung bewusst diesen Begriff und bezieht sich dabei auch auf Martin Heidegger. Ich möchte noch kurz auf die Genese
von Selbst und Identität eingehen, um der Begrifflichkeit Genüge zu tun. Für eine Annäherung an Selbst und Identität stehen uns individuell zwei Pfade offen. Der der Selbstwahrnehmung und führt uns sozusagen von innen an die Phänomene heran, während der der Fremdwahrnehmung seinen Zugang von außerhalb findet. Aber ist die Fremdbeobachtung des Innenerfahrens des anderen nicht unmittelbar permanent zugänglich? Es muss vielmehr erfahren werden und durch die Beobachtung von Verhalten und Verhaltensmustern von relativer Permanenz und wird somit zum Indikator für innerliche psychische Strukturen, in diesem angehenden Fall für eine Ausbildung von Selbigkeit und Identität. Das Individuum Mensch steht lebenslang vor der Aufgabe, seine eigene Identität in einem Lern- bzw. Entwicklungsprozess zu schaffen und zu erhalten. Dieser Prozess verläuft penetrant wechselwirksam und mit dem ihm zur Verfügung stehenden sozialem Umfeld. Dies soweit zur Verdeutlichung der Begriffsinterpretation der Metapher Identität. Zum Abschluss dieses Teils möchte ich den Begriff Kathos des Älteren, Citerum Censeo, übrigens ich bin der Meinung, den er immer als Schlusswort im römischen Senat anbrachte, wohl wissend, und das ist sehr wichtig, dass die Philosophie keine endgültigen Lösungen bringen kann, jedoch aber Bewusstmachung, Mahnung und Sorge um das Wohl des Volkes. In seinem Falle war das der Wunsch, dass Karthago fallen möge. In meinem Falle ist es die Sorge um die kruden Gedankengänge wie Fremdenhass, Angst vor kulturellem Austausch, Rassismus, Antisemitismus, insbesondere der neue, heute aktuelle Antisemitismus, desselben, was meiner Auffassung nach nur im psychisch kranken Hirn entstehen kann. Wir müssen diese Wahnsinnigen, die nichts aus der Geschichte gelernt haben, vor allen Dingen aus der jüngeren deutschen Geschichte, stoppen und zur Verantwortung ziehen. Eine Brücke zwischen Vernunft und Unvernunft scheint mir heute nicht mehr realisierbar. Es ist einfach zu spät. Holocaust will ich kurz für diejenigen, die es heißt Brandopfer, also aus dem Griechischen ins Englische übertragen, Massenvernichtung durch Feuer, wie Sie alle wahrscheinlich wissen, Bezeichnung des Massenmords am jüdischen Volk durch die Nationalsozialisten und was heute Vernunft, die Brücke zwischen Vernunft und Unvernunft, dass sie nicht mehr realisierbar ist, wie der Philosoph und Psychoanalytiker Rudolf Heinz 1984 noch glaubte. Aktuell, da ich ihn persönlich kenne, er lebt ja noch, aktuell würde er das heute sicher relativieren. So, das war zu Beginn. Dann habe ich Ihnen was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie alle dieses Symbol kennen. Es ist nicht etwa das neue Trikotsymbol von Borussia Dortmund, sondern es ist das Symbol der identitären Bewegung, das sogenannte Lambda. Die identitäre Bewegung nenne ich fortan nur noch IB, abgekürzt. Das Symbol der identitären Bewegung, das Lambda oder Logo, Lambda-Logo, ein I, wie im Deutschen, ist der elfte Buchstabe des griechischen Alphabets, soll symbolisch für Identität,
Heimat, Erde, Verwurzelung stehen. Ich muss eine kleine Anmerkung machen. Der schwarze Winkel auf gelbem Grund soll die Schilder der Soldaten Spartas geziert haben, was ich in den Bereich der Legendenbildung einfüge. Ich verweise da auf das Buch von Volker Weiß, das ich auch dabei habe, die autoritäre Revolte, der das ebenso sieht. Wobei stehen wir? Ach, da. Die Xenophobie Fremders ist bei der IB stark ausgeprägt. Xenos, der Fremde, griechisch. Befürchtung um eine Islamisierung Europas, eine angebliche Sorge der IB. Die IB schreibt vom großen Austausch Christentum, Islam. Natürlich damit verbunden ein kultureller Austausch. Darum der Begriff Kriegserklärung der IB. Im realen Sein finden die Publikationen der Jugendbewegung, es ist ja eine Jugendbewegung, die Hauptakteure, der Älteste ist Götz Kubitschek und er ist 70 geboren, das heißt, er ist 49 Jahre alt, auf den komme ich später zurück. Im realen Sein finden die Publikationen der Jugendbewegung IB kaum Beachtung. Alles wird nur im Netz offenbart und mitgeteilt, außer auf Facebook, wo sie viel Zustimmung junger Leute findet. Oft tauchen IB-Begriffe auf, Metapolitik, Ethnopopularismus oder echte Gemeinschaft. Die IB spricht sogar von einer Islamisierung in den Kitas, was ich für einen hanebüchenen Unsinn halte. Über Multikulti-Gewalt in Cottbus bis zum Genderwahn, alles auf dem zweiten YouTube-Kanal laut gedacht. Diesen Kanal sehen angeblich 17.700 junge Leute im Abo. Einzelne Videos erreichen bis zu 15.000 Anrufe. Die Filme sind oft politisch unkorrekt. Dafür ist der Kommentar frech, locker und professionell produziert und stets hochaktuell. Menschen, die sich über die rassistisch geprägte Sprache beschweren, werden von den IB-Leuten als geifernde, aggressive Zensoren betitelt. Vordenker der europäischen IB, Martin Sellner in Österreich, Martin Lichtmeß, Mario Müller, ist der Franzose Alain de Benoist, geboren 1943, also meine Generation. Er schrieb das IB-Grundsatzprogramm Kulturrevolution von rechts. Unserer Auffassung nach orientiert sich Sellner insbesondere an den Chefideologen der NSDAP, Alfred Rosenberg, 1893 geboren, wegen Rassenhass 1946 bei den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt. Rosenberg war Hauptschriftleiter des Völkischen Beobachters, seit 1933 Reichsleiter der NSDAP. Weiter aber mit weitaus weniger intellektuellem Anspruch folgt Sellner dem Gedankengut des Briten Houston Stuart Chamberlain, der mit seinen oben genannten Schriften dem Idol Adolf Hitlers entsprach. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 1919 erschienen in zwei Bänden. Sellner selber versucht, sich immer als kritischen Geist darzustellen. Der junge Mann ist 30 Jahre alt. Er sieht sich als Patriot. Sie ja auch. Nimmt Heidegger als Widerstand. Heideggers Wertbegriff Gelassenheit nennt er gelassen in den Widerstand.
Widerstand. Das heißt, er manipuliert Heidegger in einem ganz in seinem Sinne seiner Interpretation. Das ist der ganze Text Heideggers, Gelassenheit. In diesem kleinen Text werden Sie nicht ein Wort von Widerstand finden, oder werdet ihr nicht ein Wort von Widerstand finden. Hier geht es um Gelassenheit des Seins im Seinen. Jean-Paul Sartre hat es viel drastischer formuliert. Nämlich, er hat gesagt, wir sind verdammt zur Verantwortung. Das hätte Heidegger gar nicht so katastrophisch formuliert. Er sieht sich als Patron, hatte ich schon. Wertbegriff nennt er gelassenen Widerstand. Und er manipuliert, also Sellner manipuliert das völlig. Er nennt das Widerstand. Es gibt in Sezession seine Zeitschrift, eine rechtsextreme Zeitschrift, die ich Ihnen nicht gerade empfehlen möchte, wo er das einen Text geschrieben hat, den ich sogar bei habe. Kultur liegt ihm besonders am Herzen. Das heißt, die Abendländische muss vor dem Islam geschützt werden. Deshalb müssen nach Sellners Ansicht alle Grenzen Europas geschlossen werden. Mit jugendlichem Charme hin zum aktiven Rassismus, das heißt zur brutalen aktivistischen Ausgrenzung aller Fremden. Der Hass auf offene Grenzen wird von Sellner bevorzugt über Twitter und YouTube herübergebracht. Er liefert Argumente aus der nicht rechten Welt und manipuliert sie zu Gegenargumenten. Hauptkanal ist der IB Deutschlands sowie ein ganzes Netzwerk von YouTube-Kanälen, die ideologisch der IB nahestehen. Die identitäre YouTube-Nutzung als Ganztagsjob und die abartige Propaganda zum Beispiel gegen Muslime endet nie. Die IB schafft sich eine eigene Lebenswelt ohne Ideenkreis, ohne großen intellektuellen Hintergrund und ohne zu gestatten, eine andere Meinung zu akzeptieren. Eine der Voraussetzungen, die ich als für selbstverständlich halte. Eine freie Meinungsäußerung ist nicht akzeptabel für ihn und seine Bewegung. Letztlich geht es um ein organisiertes Programm zu einer ideologischen Machtergreifung innerhalb unserer Gesellschaftsformen. Das heißt Beeinflussung der demokratischen Politik, die auf dem Boden unserer Grundverfassung fußt. Die IB sucht und braucht eine große Bühne, die symbolische Kulisse sowie das Pathos, um sich zu inszenieren. Zum Beispiel 2017, habe ich selbst erlebt, auf der Buchmesse in Frankfurt. Die vier Hauptaktivisten im deutschsprachigen Raum sind, wie ich vorhin kurz andeutete, schon Mario Müller, Martin Lichtmeß, Martin Sellner und Verleger Götz Kubitschek, geboren 1970, wie ich schon sagte. Götz Kubitschek ist Initiator des Instituts für Staatspolitik, kurz IFS, dessen Geschäftsführer Dr. Erik Lehnert ist. Kubitschek ist auch Inhaber des rechtspolitischen Antaios Verlages. Antaios ist Sohn des Poseidos und der Gaia, heißt der Riese. Übrigens war auch Poseidon ein Sohn der Gaia, der bekannter ist als Meeresgott. Ein Kuriosum nebenbei, Kubitschek behauptet, auf dem Berg Assos wird von den Eremiten viel Heidegger gelesen. Wo hat er das wohl her?
In den späten 80er Jahren habe ich auf Assos nicht ein Heidegger-Buch und auch kein Nietzsche-Buch bei den Mönchen und Eremiten gesehen, aber viel griechisch-orthodoxische Literatur. Wo hat er das her? Das hat er sich ausgedacht. Mario Müller, Martin Seller und Götz Kubitschek, vielleicht sollte ich noch erwähnen, im Gegenteil dazu, Ende der 80er Jahre war ich in Israel und habe in neuhebräischer, also Ivrit-Schrift, Nietzsches Zarathustra gefunden, in drei Bänden. Ich habe auch Heidegger Sein und Zeit gefunden, in Ivrit, also da passt es schon eher, in Israel, nicht auf Assos. Müller, Sellner, Kubitschek nehmen selbst die Lyrik des Romantikers Novalis, Friedrich von Hardenberg, eine Stefan George oder des Literaten Ernst Jünger in ihrer mythisch-antirationalen Ideologie für sich in Anspruch und manipulieren insbesondere Stefan George, eines seiner Werke, Das Neue Reich. Seit 1931 war George in Minusio, Locarno in der Schweiz. Er ist 1868 geboren, einer der größten deutschen Lyriker überhaupt, und am 14.12.1933 gestorben, also noch gerade nach der Übernahme von Hitler. Klaus Graf von Stauffenberg war einer seiner Schüler, der spätere Hitler-Attentäter. George hat sich öffentlich niemals zum NS-Regime bekannt. Die ihm angebotene Stellung in der Akademie für Dichtung lehnte er ab. Der damalige Kultusminister Knaus hat ihn extra in Minusio besucht und ihm das angeboten. Er hat ihn rausgeschmissen. Stern des Bundes, Kultkreis, George-Kreis, unter anderem, also Werke von George, die Kult sind ja eigentlich in der deutschen Lyrik. Unter anderem Karl Voskel, Ernst und Friedrich Gundolf, Ludwig Klages, Ludwig Derleth, Alfred Schuler, Friedrich Wolders. Zum erweiterten George-Kreis gehörte Hugo von Hofmannsthal sowie Norbert von Hellingrad unter anderem. In den Blättern für die Kunst sagte George, und das ist wichtig, was alles schon beweist, dass alles Staatliche und Gesellschaftliche in seinem Kreis ausgeschieden ist. Er war völlig apolitisch. Er hat überhaupt nicht politisch gesehen. Er wollte das Geheime Reich, was von den auch von der AfD übrigens in Anspruch genommen wird, genannt wird, hat überhaupt nichts mit Politik zu tun, sondern das Geheime Reich war das Geistesreich George, was in seinem Kopf, er hat ja auch eine eigene Sprache sozusagen erfunden. Er schreibt also eine ganz eigene Sprache, eine wunderschöne Sprache mit altdeutschen Worten, die heute völlig aus der Mode sind. Da findet man mehr Anglizismus. In den Blättern für die Kunst sagte George, dass alle staatlichen Gesellschaften, also er berief sich ausschließlich auf die geistige Kunst. Ich hatte vorhin vergessen, bei die Zeitschrift Sezession von dem Götz Kubitschek. Also Autoren wie Martin Sellner sowie Martin Lichtmetz veröffentlichen in Sezession. Eine weitere Zeitschrift ist das Magazin Kompakt des Verschwörungstheoretikers Jürgen Elsässer. Elsässer erklärt in seiner Zeitschrift Martin Sellner zu einem neuen Rudi Dutschke. Also es ist genau. In der geistigen Kunst sah also George auch eine glänzende Wiedergeburt des gesamten deutschen Kulturraumes, fast schon europäischen Raumes. Sein Denken war voll auf die Antike, wie fast auch Heideggers, auch Nietzsches und so weiter, der griechischen Philosophen und Tragödiendichter geartet. Weiter, Denker wie Oswald Spengler, 1880, 1936,
Kulturzweckpessimist, Untergang des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie. Morphologie ist Lehre der Entstehungsform und Gestaltungsform, auch im Sinnbereich. Werden völlig aus dem Kontext zitiert und vereinnahmt. Ebenso wird der bis heute stark umstrittene Staatsrechtler und Rechtsphilosoph Carl Schmitt 1888, 1985 von der IB für sich vereinnahmt und ausgeschlachtet. Bei einem Autor, bei Schmidt, ist das sehr gut zu handeln. Oswald Spengler, Carl Schmidt oder Ernst Jünger, 1895, 1998, ist 103 Jahre alt geworden, auf den ich hier nicht näher eingehen möchte, da es den Rahmen dieses Abends sprengen würde. Das wäre eine eigene Sache. Bieten zumindest eine intellektuelle, anregende Lektüre. Im Gegensatz zu dem esoterischen US-identitären Autoren Jack Donovan, dessen Bücher auch in Kubitscheks Antaios Verlag publiziert sind. Seine Schriften sind gelinde eine Zumutung. Unter allem Niveau. Seine Schrift Der Weg der Männer ist ein Kultbuch der IB. Jack Donovans Reden und Schriften stehen für die Verfallsstufen des völkisch radikalisierenden Konservatismus. Der Begriff Kultur steht bei ihm gar nicht erst zur Diskussion. Sogar der italienische Marxist Antonio Gramsci, 1891, 1937, wird übel manipuliert eingesetzt. Der war genau das Gegenteil von den Rechten, der war ein Linker. Also, Pier Paolo Pasolini, 22 bis 75 ermordet, der alles andere war als ein Rechter, sammelte die Schriften Gramscis Asche und reflektierte sehr stark darauf in seinen Lutherbriefen. Bei Sellner und Müller fällt auf, dass in ihren Schriften kulturelles, also ethnokulturelle Identität, was nichts anderes als Fremdenfeindlichkeit bedeutet, gepriesen wird. Die IB ersetzt im Übrigen, da sie den Begriff Rasse vermeiden will, diesen Begriff durch Kultur. Die angesprochenen Identitären pflegen einen intellektuellen Habitus, der wohl den akademischen Nachwuchs ansprechen soll. Sie sehen sich als elitär-intellektuelle Avantgarde und präsentieren sich, wenn möglich, auch so. Obwohl die IB in den Massenmedien kaum präsent ist, in den letzten Tagen ausgerechnet waren sie mehrfach jetzt in den Massenmedien präsent, dass Herr Sellner kein USA-Visum mehr bekommt und so weiter. Und obwohl sie viel Rückenwind von der AfD bekommt, ist die Bedeutung der IB trotzdem gewachsen. Jedoch weniger als eigenständige Bewegung, sondern eher als Organisation der jungen Alternativen, kurz JA. Oder der Pegida-Ableger, sowie aktionistischer Burschenschaften. Die IB orientiert sich unter anderem an den Schriften von Hans Blüher, der das Konzept der klassischen Männerbünde in seiner Schrift Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, eine Theorie der menschlichen Staatsbildung nach Wesen und Wert, 1919 in zwei Bänden erschien, beschrieben und glorifiziert hat. Nietzsche würde diese Schrift mit seiner Metapher unzeitgemäße Betrachtungen heute betiteln. Die Schriften Blühers kann man mit dem Begriff konservative Revolution belegen. Die IB hat ca. 500 aktive Mitglieder in Deutschland. In Österreich haben die Identitären ca. 1000 aktive Mitglieder. Sie versteht sich als Vordenker der neuen Rechten und fordert eine kulturelle Hegemonie ein.
Grundgedanke Angst. Erster Schluck trinken. Jetzt kommen wir zu einem für mich sehr wichtigen Punkt, also Grundgedanke Angst. Der elementare Grundgedanke der IB ist Angst. Der Begriff Angst vergleiche zu diesem Begriff Martha Nussbaums Arbeit Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise. Darmstadt, aktuell 2019. Die Autorin, eine der bekanntesten amerikanischen Philosophinnen mit prägnanter Ausrichtung in den Feminismus, der bis in die Psychoanalyse geht. Sie war Schülerin der Psychoanalytikerin Melanie Klein, deren Fallstudien Essays über Kinder- und Jugendpsychoanalyse weltberühmt wurden. Nussbaum bezieht sich zwar in ihrer Arbeit fast ausschließlich auf USA-Verhältnisse, besonders auf die Machenschaften des US-Präsidenten Donald Trump, erwähnt aber auch die rechtspopulistischen Gruppierungen in Europa, Polen, Ungarn, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Schweden, Dänemark, Finnland sowie die AfD in Deutschland. Die mit der Angst stimulierenden Rhetorik operieren und so für Fremdenhass, Rassismus unter anderem in der breiten Öffentlichkeit sorgen. Nussbaum beschreibt, dass die AfD eine Schwächung für die regierende deutsche Koalition darstellt. In allen Fällen hat die Angst vor muslimischen, überhaupt vor Einwanderern, eine große Rolle gespielt. Die Angst der Menschen wird von populistischen Politikern für ihre Ziele instrumentalisiert. Die Angst vor einer Übernahme durch den Islam innerhalb des christlichen Kulturkreises zu verbreiten, das ist der elementare Grundgedanke der IB. Mit diesem Gedanken operiert auch die AfD. Dazu möchten wir bemerken, oder ich bemerken, dass die Angst den Urgedanken einer unmittelbaren Bedeutung unseres Weltgeschehens beinhaltet. Aristoteles bemerkte schon, dass die Rhetoriker, politischen Redner, dann Angst schüren, wenn sie a. das bevorstehende Ereignis als höchst bedeutsam für das Überleben der Menschheit darstellen, b. die Menschen glauben machen, es stehe unmittelbar bevor, und wenn sie das Gefühl stimulieren, dass die Dinge außer Kontrolle geraten sind. Voraussetzung ist aber, dass die Menschen dem Redner vertrauen. Vergleiche Aristoteles Rhetorik 2. Offensichtlich wird dieser aristotelische Rat nicht immer im Dienste der Wahrheit umgesetzt. Aufgrund der naturgemäßen fundamentalen Neigung der Menschen zur Angst, was begrifflich das Gegenteil von Hoffnung ist, sind demokratische Gesellschaften äußerst anfällig für politische Manipulation. Manipulation, politische Parteien wie AfD und deren Jugendbewegung wie die JA. Wir hatten ja das Vergnügen, letzten Donnerstag Frau Franziska Schreiber, kennenzulernen, eine Aussteigerin aus der JA, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Inside AfD, Bericht einer Aussteigerin, sie war in Steele und hat gegen die Steeler Jungs da auch einen Vortrag gehalten und gelesen aus ihrem Buch. Also populistische Parteien wie AfD und deren Jugendbewegung wie die JA, junge Alternative, oder die sogenannte identitäre Bewegung manipulieren mit der Angst vor einer Unterwanderung durch die Muslime in Deutschland, ebenso Migranten, Flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen, und erzielen dadurch Mitläuferschaft, Anhängerschaft, sogar große Erfolge.
Die AfD sitzt inzwischen mit 92 Abgeordneten im Bundestag. Insgesamt 152 Mitarbeiter der AfD, auch aus dem rechtsradikalen, rechtsextremen Spektrum, und präsentiert sich in verschiedenen Landtagen ausschließlich durch ihre rhetorische Angst vor dem Fremden, insbesondere dem Islam, die nichts als Verunsicherung, das heißt Angstmacherei, enthält. Ein reales demokratisches Programm ist bei ihnen nicht vorhanden, zumindest keines, das auf dem Boden des Grundgesetzes in Deutschland fußt, auch wenn sie das immer wieder zum Teil mit völkischen Begriffen beteuern und verniedlichen und oft geschickt hinter intellektuellen Phrasen verbergen wollen. Was in unserer heutigen globalisierenden Gesellschaftsform, ich möchte den mittlerweile abgedroschenen Begriff multikulturelle Gesellschaft nicht in der so oft missverstandenen begrifflichen Wertsetzung in Anspruch nehmen und ausgiebig erwähnen, kann nur ein Individuum identitär, das heißt verwurzelt in seinen traditionellen Kulturkreis sein, das heißt seine Authentizität bewahren. Niemals ein ganzes Volk, ich spreche von der heutigen Zeit, im Gegensatz zur Antike, besonders der griechischen. Woher komme ich? Das heißt aber nicht, dass ein gewachsenes Volk von Menschen, ohne kulturelle Erinnerung wären individuelle sowie kollektive Identität nicht möglich. Nietzsche beruft sich ja ausschließlich auf die Antike, zum Beispiel Athen, Sparta, Knossos, Milet und so weiter und so fort, wo eine kollektive Identität noch möglich war. Man muss aber dabei berücksichtigen, dass Stadtstaaten wie Sparta oder Athen es höchstens auf 20 bis 40, bestenfalls 60.000 freie Bürger brachten. Das ist so viel wie ein Vorort von Essen. Neben den freien Bürgern gab es in Sparta die Gruppen der Periöken, die völlig rechtlosen Spartiaten waren. Weiter gab es Heloten, die keinerlei Rechte hatten, also auch nicht identitätswürdig waren und in den Augen der freien Bürger Spartiaten kein kulturelles Erbe vertraten. Nietzsche sagt, Gesellschaft in der Antike beruhe darauf, dass sich die Menschen ein Gedächtnis machen. Ein Gedächtnis des Willens, aus Nietzsche Genealogie der Moral. Das heißt aber nicht, dass ein gewachsenes Volk von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit und unterschiedlicher traditioneller pädagogischer Maßnahmen, Erziehung, sich nicht miteinander neue gemeinsame perspektivische Fähigkeiten aneignen und friedlich und respektvoll miteinander leben könnten. Natürlich ist eine gelungene Migration erstrebenswert und teilweise auch bereits gelungen, was ich hier gerade in diesem Raum bisher häufig schon persönlich erleben durfte. Im Vergleich mit den USA stehen wir in Europa weit besser da, was gesellschaftliche Formen angeht, wirkungsvoller und befähigter. Fazit: Wir können aus jedem uns auch noch so fremden Kulturkreis lernen. Ich gehe ein bisschen ein auf die aktivistische IB. Die identitäre Bewegung sieht sich als aktivistische Jugendbewegung, die aber kaum von einer breiten Öffentlichkeit, Medien, Presse und so weiter berichten, kaum etwas von ihrer aktivistischen Auftritten werden kaum wahrgenommen. Es gibt einige Ausnahmen.
zum Beispiel eine der ersten Aktionen fand 2012 in Frankfurt statt. Drei Aktivisten mit weißen Masken stürmten durch die Tür der Frankfurter Stadtbibliothek, tanzten zu Technomusik und hielten Schilder hoch, auf denen Parolen standen wie Multikultur wegblasen. Also die rechte Zeitung Junge Freiheit schrieb über den Beginn einer europäischen Jugendbewegung. 2007 hatte der Verleger Götz Kubitschek, den ich ja schon mehrfach erwähnte, ein Institut für Staatspolitik, IFS, gegründet. In Schnellroda, in einem ehemaligen Rittergut. Martin Sellner und Mario Müller sind gern gesehene Gäste auf Kubitscheks Anwesen. Es gab einige medienwirksame Aktivitäten, zum Beispiel Störung einer Günter Grass-Lesung. Es reicht aber nicht für eine größere Anhängerschaft dadurch. 2015 konnte die IB eine größere Medienwirksamkeit erzielen durch die Besetzung von SPD-Parteizentralen in Berlin und Hamburg. Auf einem Balkon der SPD-Zentrale präsentierten sich die Aktivisten mit Plakaten und Fahnen. Das Ganze war aufwendigst manipuliert. Die SPD-Zentralen waren zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Da war überhaupt kein Mensch. Die Identitären hatten mit einer Leiter einen Balkon erklommen, Transparente und Plakate aufgehängt und sich fotografieren lassen. Von einer Übernahme der Parteizentralen, wie die behauptet haben, konnte überhaupt keine Rede sein. Sogar der Stern berichtete über diesen Vorfall. 2016, weitere Aktivität, besetzten die Identitären das Brandenburger Tor und entrollten ein Banner »Sichere Grenzen, sichere Zukunft«. Die Polizei beendete schließlich die Aktion. In aktueller Zeit, 15.01.2019, NRZ, veranstalten die Identitären eine Plakataktion im ARD-Hauptstadtbüro in Berlin. Am gleichen Tag wurde auch eine Aktion gegen die Aufführung 4 von Falk Richter an der Berliner Schaubühne gestört. Bereits 2018 hatte eine Performance Globale Gala am Deutschen Theater Berlin ebenfalls von Identitären gestört. Die österreichischen Identitären wurden durch eine Bühnenbesetzung am Wiener Burgtheater im Frühjahr 2016 verbreitet bekannt. Da hatten sie mal einen Verbreitungserfolg, positiv wie negativ. Die Aktion galt einer Aufführung von Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen, an der Flüchtlinge teilnahmen. Mediale Aufmerksamkeit war gegeben. Also es reicht den Identitären schon, nur weil da ein paar Flüchtlinge statistische Rollen spielten. Die IB vertritt die AfD Kulturpolitik und mit den Kulturbegriffen wie Heimat, Identität sowie deutsche Leitkultur. So viel über die zum Teil unwesentlichen Aktivitäten der Identitären, die gar nicht oder nur sehr gering in der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. Wenn Sie weitere Informationen darüber haben möchten, Andrea Speit hat ein Buch herausgegeben, das Netzwerk der Identitären, was sehr zu empfehlen ist. Darum gehe ich auch nicht weiter auf diese ganzen Aktivitäten ein. Das ist ja wunderbar, viel besser nachzulesen. Die identitäre Bewegung ist in gleicher oder zumindest in ähnlicher Form und Struktur mittlerweile vor allem auch in Osteuropa wahrnehmbar. Insbesondere in Polen, Tschechien, Ungarn, Serbien, Slowenien, wobei Tschechiens Identitäre weitaus wirksamer mit ihren Aktivitäten sind als die anderen genannten. Vergleiche auch Andrea Speit, der geht auch darauf weiter. In der Slowakei, Kroatien, Rumänien oder Bulgarien sind bisher keinerlei Aktivitäten festzustellen.
Aber auch dort muss es nicht so bleiben. Der Nährboden ist auf alle Fälle auch in diesen genannten Ländern schon vorhanden. Es gibt ein Buch von Volker Weiß, die autoritäre Rechte, das ich Ihnen auch mitgebracht habe, der sich da insbesondere, also die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes, der wird ein Wort von Oswald Spengler, Titel des Werkes Oswald Spengler benutzt. Ne? Also der Nährboden ist schon vorhanden. Jetzt habe ich noch einen Nachtrag. Ja, bin noch in der Zeit. Analog zu den Ausführungen über die identitäre Bewegung gibt es eine türkische. Ich will ja nicht einseitig, nur aus meiner Perspektive es schildern, gibt es eine türkisch ähnlich strukturierte islamische Bewegung, nämlich die Ülkücü-Bewegung, die sogenannten Grauen Wölfe. Deren Dachverband nennt sich Föderation der türkisch-demokratischen idealistischen Vereine in Deutschland. Wunderbare Abkürzung, ADÜ, TD, VW oder was weiß ich. Die Mitgliederzahl beträgt ca. 2000, allein in NRW. Das ist beachtenswert. 2000 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. Türkischstämmige Deutsche stellen die neue Rechte der türkischstämmigen Deutschen dar. Diese Organisation ist extrem rassistisch orientiert und hetzt in ihren Aktionen gegen vermeintliche Linke und alle Nicht-Türken. Auch Armenier und Kurden stehen selbstverständlich auf ihrer Hetzliste. Also genau das Gegenstück zur IB. Ihr Symbol ist der Wolfsgruß, den selbst der türkische Außenminister Cavusoglu bei einem Besuch in Hamburg zeigte. Also selbst offizielle Vertreter der türkischen Regierung zeigen den Wolfsgruß. Rechtsextremismus und Rassenhass, einmal für eine andere Kulturkreisperspektive. Die Grauen Wölfe sind eine nationalistische, gewalttätige, bis hin zu Mordanschlägen, was bei der IB im deutschsprachigen Raum bisher Gott sei Dank noch nicht war. Verfassungsfeindliche Organisation, sie sind gegen das deutsche Grundgesetz und versuchen, die Integration der in Deutschland lebenden Türken zu verhindern. Wie wir sehen, ist wie immer alles eine Sache der Perspektive. Die Frage ist letztlich, was unsere Gesellschaft dem entgegenzusetzen hat. Ich schlage vor, individuelle Identität, Selbigkeit nach Heidegger, Gelassenheit und besonders Dialogbereitschaft mit dem Anderen, sowie einem perspektivischen Altruismus im Gegensatz zum Egoismus, mit und für die Anderen zu leben. Danke. Die Moschee gestürmt hat und dort auch Leute geschossen hat, der hat ja vorher dem Herrn Sellner Geld gespendet und bezieht sich ganz auf die Schriften von Benoit und auf die exklusive Identität dieser Bewegung. Also hat auch Morde und Blut schon gebracht. Und das merkt man ja auch an den ganzen Terroranschlägen individueller Art, die gegen das Fremde gerichtet ist. Was ich dann spannend fand, dass man also sagt, dass die neue Rechte mit dieser Identitäts- oder mit diesen den neuen Identitären oder ethnopluralistischen Gesellschaft agieren, obwohl das genaue Gegenteil der Fall ist, dass die Identitätsfrage immer eine individuelle und nie eine kollektive Frage ist. Ja. Hey, moi. Dann und bin wenn ich das aber, bei Ihnen. Ja, aber wenn das so ist, wo ist eigentlich dann sozusagen der intellektuelle Kontrapunkt, also auch jetzt Ihre Rede, gegen diese Kaperfahrt
der neuen Rechten, dass sie die sozusagen als Kronzeugen benutzen, obwohl das ja genau das Gegenteil ist. Es gibt viel zu wenig, es gibt natürlich viel zu wenig Leute, Mitmenschen, die überhaupt, wie ich auch gesagt habe, die breite Öffentlichkeit nimmt die IB ja kaum wahr. Ja, aber der Gedanke ist ja schon weit. Ja, das ist, es wird immer schlimmer, finde ich. Ne? Ja. Es wird immer schlimmer, wenn ich die Zeitung der letzten Tage verfolgt habe. Da steht auf einmal viel mehr drin. Aber es gibt natürlich, ich habe das Gefühl, darum habe ich drastisch gesagt, man muss sich stoppen. Aber wer ist Mann? Wie viele gibt es davon? Ja. Ich bin in dieser Hinsicht Patriot, ja, aber gegenteilig zur patriotischen Verhalten eines Herrn Sellners. Ja, das ist ja nicht patriotisch gedacht, was er so von sich gibt. Man muss natürlich die Leute aufmerksam machen, bekannt machen mit diesen Problemen, die Problemstellungen. Man muss sie auch vielleicht mal versuchen, mit Islam, Menschen, die mit Muslimen in Verbindung zu bringen, wenn es möglich ist. Also die Dialogbereitschaft, die fehlt mir. Ich habe so einige, das geht bis zu meinem Steuerberater, der sagt, das Ganze ist lächerlich, was Sie denken. Der sagt, das ist lächerlich, die nimmt doch eh keiner wahr, das stellt keine Gefahr dar. Für ihn stellt das keine Gefahr dar. Und er nimmt aber das ich meine, Gefahr. Dieses, diese Geschichte oder diese Erzählung, diese völkische Erzählung, dass das eigene Idyll von dem Fremden bedroht ist, ist ja schon sehr wirkungsmächtig. Sie haben ja mit der Angst geredet, ja, mit der die AfD, die in den TPFern arbeiten. Ja, das ist also der Hauptsorge mit der Angst. Aber das heißt ja, die Angst heißt ja auch ein großes Selbstbewusstsein. Also es fehlt im Grunde genommen die Identität, weil das die Angst im Grunde genommen verursacht. Ja, natürlich, aber Angst gehört mit zum Dasein des Menschen. Da muss ich bis zu Kierkegaard zurückgehen. Die Angst vor dem Tode. Also das Wort Angst ist eine Metapher, die ja nun ein Begriff, der ständig benutzt wird. In jeder Gesellschaftsform gab es Angst. Und in der menschlichen Entwicklungsgeschichte, wenn Sie einen entwicklungsgeschichtlichen Literaten und großen Schreiber nehmen, nämlich Egon Friedel, da spürt man das richtig. Unter anderem, ähnliches auch übrigens bei Oswald Spengler, da spielt auch Angst mit. Angst vor dem Nichtbekannten. Was kommt da? Aber trotzdem Hoffnung zu haben. Und das ist auch, hat auch dann, da muss ich dann wieder zu meinem Heidegger zurückkommen. Wenn man Heideggers Lektoratsrede liest, von 1933, das war gerade, er ist ja 33 zum Rektor der Universität Freiburg gemacht worden, nur deshalb, weil dazu musste er in die NSDAP reden. Er war Mitglied der NSDAP. Ja? Sonst wäre er gar nicht Rektor geworden. Das war selbstverständlich. Und dann haben die Leute ganz schnell gemerkt, dass schon aufgrund dieser Rede, in dieser Rektoratsrede, dass die Selbstbehauptung der deutschen Universität, ich vergleiche das immer mit Nietzsches über die Zukunft der Bildungsanstalten. Das ist fast identisch. Oder ich erlaube mir zu sagen, Heidegger ist ein wild gewordener Platoniker gewesen. Ja, war auch Platon, hat Hoffnung gehabt, er forderte eine Gelehrtenrepublik. Er wollte eine Demokratie aufbauen und die Macht den Philosophen. Was nie gelungen wäre, ist natürlich daran gescheitert. Das gleiche hat Nietzsche in Zukunft der Bildungsanstalten auch angesprochen. Das hat fast alle Philosophen gedacht, außer Hegel, der hat ihn einseitig gedacht. Aber gut, Heidegger hat in mit dieser Rede hier, mit dieser kurzen Rede, in der ganzen Rede ist nicht das Wort Nationalsozialismus, Hitler, NSDAP,
ist nicht einmal Wort drin. Das Wort ist überhaupt nicht vorhanden. Ja? Und die NSDAP-Leute haben ganz schnell gemerkt, dass dieser Mann nicht geeignet ist, als Rektor der Universität Freiburg zu amtieren, und haben ihn ein halbes Jahr später abgesägt und haben ihn einen ihrer Wahl, nämlich ein wirkliches NSDAP-Mitglied, zum Rektor gemacht. Heidegger hat versucht, zwei jüdische, von Antisemitismus natürlich überhaupt keine Rede, bei Heidegger. Das sieht man schon darin, er hatte eine Geliebte, das war Hannah Arendt, und die war Jüdin, wie wir alle wissen. Und Karl Löwit und Kai Jaspers, dessen Frau Jüdin war und so weiter und so fort. Und als die Nazis dann ganz schnell merkten, dass dieser Mann nicht linientreu ist, hat man ihn auch ganz schnell dazu gebracht, das Rektorat abzugeben. Heidegger hat meiner Ansicht nach einen Fehler gemacht. Er hat bis 1946, er ist ja entnazifiziert worden durch die Amerikaner, und durfte seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen, weil er nie politisch aktiv war. Er hat aber einen Fehler gemacht, er hat sich nie speziell vom Hitler-Regime distanziert. Offiziell. Er war nie ein Nazi, aber er hat es einfach als Philosoph für überflüssig gehalten, überhaupt darauf einzugehen. Ja, das, ich habe mal mit seinem Sohn gesprochen, mit Hermann Heidegger. Der sagte, mein Vater hat gar nicht gewusst, wie wichtig das ist, sich öffentlich zu distanzieren. Heidegger ist 76 gestorben, von 68 bis 73 war ich an seiner Universität, also 5 Jahre, und da war es überhaupt kein Problem. Heidegger war kein Nazi, hörte ich schon. Wer wohl Nazi war oder nationalsozialistisch angehaucht war, das war seine Frau, Elfriede Heidegger. Die war den Nazis oder den Nationalsozialisten doch relativ näher. Die hat Herrn Goebbels empfangen, so wie bei Nietzsche einige Jahrzehnte vorher. Die Schwester Nietzsches, Elisabeth Förster Nietzsche, die verheiratet war mit einem Antisemiten, nämlich Bernhard Förster, einem Lehrer, den sie, ein Oberlehrer, Dr. Bernhard Förster, den sie geheiratet hat. Und Nietzsche ist nicht einmal zur Hochzeit gegangen, weil er Antisemit war. Dieser Bernhard Förster ging dann später nach Paraguay mit seiner Frau Elisabeth und gründete Neugermanien mit 200 Anhängern und Freunden und so weiter. Und das Ganze scheiterte, und dann hat er selbst was gemacht. Und Elisabeth Förster Nietzsche ist dann zurückgekommen nach Weimar und hat so getan, als wäre nichts war, und hat Herrn Hitler empfangen. Das ist schon interessant. Nietzsche selber, der ja auch lange unter dem Verdacht stand, Vorbereiter, er ist 1900 gestorben, also 33 Jahre vor der Hitlers Machtergreifung. Er war ja lang als Vorbereiter des Nationalsozialismus, und bis 1953 ausgerechnet ein Amerikaner, nämlich Walter Kaufmann, damit aufgeräumt hat. In Deutschland war es Karl Schlechter und in Italien Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Die beide habe ich noch erleben dürfen. Wir haben viele Seminare in Sils Maria gemacht und so weiter und so fort. Also Italiener. Die Gesamtausgabe, die erste Gesamtausgabe Nietzsches zum Beispiel ist bei Adolfi in Mailand erschienen, nicht in Deutschland. Ja, also das ist schon, das ist ein Mosaik, das Ganze. Und es hat was mit der Achsenzeit zu tun. Es hat aber was mich schon interessiert, wenn es wirklich so einen zentralen Unterschied gibt, und ich finde, den haben Sie sehr gut herausgearbeitet, dass eben die Identität von der Nietzsche redet, immer eine individuelle Geschichte ist und dafür ja, auch nicht zerstörbar, ja, von außen auch nicht wegnehmbar. Wieso ist denn Heidegger so attraktiv bei diesen, bei dieser neuen rechten Bewegung? Was macht die Attraktion aus? Oder was könnte die Attraktion aus? Er kommt aus Meßkirch. Und einer der großen
Abraham de Santa Claus hieß der Mann, das war ein Mönch, der kam auch aus Westkirch. Und der war Antisemit, aber im Jahre 1200 nach Christi Geburt, also 800 Jahre vorher. Ne? Und da hat man gleich, es gab sogar ein Buch darüber, von einem Chilen ausgerechnet, Vergilio heißt er, glaube ich, der Heidegger deshalb zum nationalsozialistischen Vorbereiter machte, weil er aus Westkirch kommt, aus dem Schwarzwald. Also aus dem Schwarzwald, wo wir alle Nazis waren. Was natürlich Humbug ist. Nur weil sie heimatverbunden sind. Es ist klar, ja, Heidegger kommt aus einer Bauernfamilie, einer Großbauernfamilie, mehr oder weniger. Und dass er heimatverbunden ist, das macht ihn natürlich attraktiv. Er schreibt von Unterholz. Er schreibt von viele natürliche Dinge, wie seine Hütte in Meskie, die ja völlig außerhalb ist und isoliert sie, um der Natur nahe zu sein. Das war seine Denkwerkstatt. Sowas macht die Leute, das macht natürlich attraktiv für gerade Leute wie Sellner, die auf sowas ja pochen, also dieses Völkische, was sie ihm da andichten. Heidegger hat überhaupt nichts Völkisches. Ich habe nicht einmal was gefunden. Die Zollikomer Seminare und so weiter. Da ist nichts zu, in Zeit und Zeit. Ist nicht ein Wort von Völkisch. Also, aber es, man kann. Ich habe früher mal, als ich eine Gastprofessur hatte, habe ich mal meinen Studenten gesagt, die Hämorrhoiden Nietzsches erklären nicht in Zarathustra. Ja? Man kann an allem, man kann alles manipulieren. Nietzsche war genauso manipulierbar für alle. Jeder schrieb in einer gewissen Zeit, in meiner jugendlichen Zeit, gab es dauernd ein Buch, neue Bücher, Nietzsche und Marx. Nietzsche hat mit Marx überhaupt nichts zu tun gehabt. Den hätte er nicht mal als Philosophen gesehen, er war auch keiner. Also Marx war Ökonom oder so. Aber solche Bücher gab es halt. Dieser Hans Blüher, von dem ich auch sprach, bezieht sich auch auf Nietzsche. Das ist ja auf Nietzsche, es gibt ja kaum einen Ganzheitsdenker, wie ich nur zwei, drei kenne, Alexander von Humboldt, Nietzsche und Sokrates. Ja? Ganzheitsdenker, das ist wichtig, ist für mich ganz wichtig. Und Humboldt war Naturwissenschaftler, ja? Beziehe ich mit ein. Es gibt aber bei Nietzsche, kann man es für alles manipulieren, weil er auch in poetischer Form seinen Zarathustra geschrieben hat, zum Beispiel, nur nah, nur dichter. Ja? Es gab, ich habe schon Artikel gelesen, da wurde geschrieben, Friedrich Nietzsche, deutscher Schriftsteller. Das halte ich für sowas von diskriminierend. Das ist sowas, wenn ich, ich sage, Herr Benzmann, Sie Schreiberling. Ne, oder sowas. Ne? Also, der Nietzsche war ja nun weitaus mehr, war ein Weltereignis. Mozart, Nietzsche waren Weltereignisse. Also Mozart in der Musik natürlich. Und nicht regionale Ereignisse, wie Schumann zum Beispiel in der Musik. Ne? Das ist ein regionales Ereignis. Und den heutigen Philosophen will ich überhaupt nicht sprechen, weil es gar keine mehr gibt. Ich kann doch einen Herrn, wie heißt er? Precht, glaube ich. Den kann ich ja nicht ernst nehmen. Also ein Philosoph, der sich in den Talkshows hergibt, in irgendwelchen Interviews sah immer schön lächelnd und auch mit jugendlichem Charme, da Dinge von sich zu geben, die alle längst bekannt sind, die noch nicht einmal eine Ergänzung dessen sind, was die Vorsokratiker oder auch das Mittelalter, Erasmus habe ich genannt, Montaigne und so weiter, oder auch dann später bis Heidegger, meinetwegen, schon vorgedacht haben, er ergänzt ja nicht mal. Der Sloterdijk hat wenigstens theatermäßig was weiter ergänzt. Jürgen Habermas ist überhaupt kein Philosoph, er ist Soziologe. Darf man auch nicht vergessen, genau wie Niklas Luhmann. Aber über die geht es ja hier gar nicht. Also Heidegger ist schon auch manipulierbar. Aufgrund seiner eigenen Sprache, er hat ja auch eine eigene Sprache, wie ich geschildert mit George.
Also Stefan Görl, der eine ganz eigene Sprache hat, ne? Er spricht vom güldenen Becher und so weiter. Schreibt kein Mensch mehr heute, güldener Becher. Also goldener Becher und nicht gülden, altes Wort, deutsches Wort. Heidegger hat ja seine Seinsvergessenheit und das Sein im Sein. Und warum ist Sein und warum ist Nichts? Nichts. Warum ist Selbigkeit und so weiter und so fort. Aber es geht ja immer um das Individuum, ja, um die Selbsterfahrung des Individuums. Es geht nie um das Kollektiv. Nein, bei Heidegger geht es immer ums Individuum. Es gibt keine Stelle, weil er bezieht das immer aufs Individuum, auf das Sein. Ja. Sein im Seinen, natürlich, wie er sagt. Ne? Und dieses Individuum müsste ja im Grunde genommen dann mit Mut und Selbstbewusstsein sich auch gegen die Angst aufstehen. Ja. Gibt es hier noch Fragen dazu? Würden Sie gerne noch fragen? Oder wir können auch die Fragen gleich noch nach dem Vortrag beim Kaffee oder einer Afrikola fortsetzen? Ja nicht, dann bedanke ich mich recht herzlich für diesen Abend. Ich fand ihn sehr spannend, ich hoffe Sie auch. Und da hat sie noch ein wenig zu plaudern und freue mich, Sie wiederzusehen. Dankeschön im Kollektiv.